So Leute, heute geht es mal wieder um ein absolutes Anfängervideo. Wie lerne ich eigentlich den richtigen Armzug beim Kraulschwimmen? Und da ist eine Sache ganz, ganz, ganz wichtig, und zwar die Ellenbogenvorhalte. Deshalb haben wir hier jetzt auch einen sehr flachen Hubboden, weil die Übung, die wird erstmal im flachen Wasser gelaufen. Der Oberkörper liegt im Wasser und dann mache ich mal in ganz langsamer Ausführung den Kraularmzug. Und ganz wichtig, wie schaffe ich es jetzt, einen Ellenbogenvorhalt im Wasser zu erzeugen? Das heißt, dass der Ellenbogen hoch im Wasser liegt, dann erst die Zugphase kommt, und wenn der Arm, also wenn der Unterarm am Ellenbogen ist, dann drückt der Ellenbogen mit dem Arm nach. Und das könnt ihr euch einfach mal vorstellen, gerade die jüngeren Kandidaten unter euch. Denkt einfach, dass ihr einen Baumstamm umgreifen müsst. Das heißt, ich gehe ins Wasser rein und muss jetzt mit meiner Hand einen Baumstamm umgreifen. Ihr kennt einen Baumstamm, das ist groß, rund, dick. Einfach reingehen und umgreifen, und dann kommt erst, dann drückt der Arm nach. Das mache ich jetzt einfach mal in flachem Wasser. Oberkörper liegt flach im Wasser und man läuft einfach. So hat man keine Möglichkeit abzusinken, und los geht's. Wenn ihr die Atmung schon beherrscht, könnt ihr das natürlich mit der richtigen Atmung direkt einbauen. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich euch oben im Video zum Erlernen oder mit den Knotenpunkten der Atmung beim Kraulschwimmen einblenden. Ja. Viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Das Ganze wird dann natürlich ins fließende Schwimmen übertragen. Übrigens habe ich hier mittlerweile eine Bademose von Adidas an, die nahezu komplett aus recycelten Plastikflaschen besteht, die im Meer aufgesammelt werden. Also wirklich eine geile Sache. Die kommen jetzt bald auf den Markt. Da gibt es verschiedene Modelle. Die ganze Initiative nennt sich Adidas Parley. Googelt da mal, da gibt es auch schon Fußballtrikots von Bayern, von Real Madrid, die haben alle schon darin gespielt. Und da werden einfach die Rohstoffe, die einfach vermüllt werden, werden einfach recycelt, und es kommt einfach was Cooles dabei raus. Und ich finde das eine geile Sache, deshalb macht euch da mal schlau. Adidas ist da ein Vorreiter, wirklich, was das Ganze angeht. Jetzt werde ich aber unsere Baumstammübung einfach mal in eine Bahn Kraulschwimmen übertragen. Und ich verabschiede mich aber schon mal von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.